In diesem Video soll es darum gehen, wie man Potenzfunktionen bestimmen kann. Dabei sollen die Funktionen, die wir anschauen, so aussehen, f von x gleich a mal x hoch n. Das ist jetzt keine reine Potenzfunktion, weil wir quasi hier noch einen Vorfaktor zulassen, aber im Buch wird es auch so genannt. Also gegeben zwei Punkte und gesucht eine Funktion von der Form. Es ist so ähnlich wie bei der Geradenbestimmung, also wenn ich zwei Punkte euch gebe und ihr sollt sozusagen rauskriegen, welche Gerade dadurch läuft, so ähnlich wird es auch hier laufen. Ihr kriegt zwei Punkte und sollt rausfinden, welche Funktion von diesem Typ, a mal x hoch n, liegt vor. Und da gibt es auch wie bei der Geraden zwei Methoden. Die eine funktioniert immer und die andere ist einfacher, funktioniert aber nur, wenn ich einen bestimmten Punkt gegeben habe. Wir schauen uns erst die einfache Methode an. Also, wie gesagt, wir suchen eine Funktion von der Form f von x gleich a mal x hoch n. Mal Punkt lasse ich jetzt hier weg. Und gegeben sollen uns sein zwei Punkte. In unserem ersten Beispiel jetzt einmal der Punkt P1, 4 und einmal der Punkt Q2, 32. Also 2-32. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Geraden, dann war der einfache Fall ja dann, wenn ihr quasi für den x-Wert 0 den zugehörigen y-Wert gegeben hattet, für den Punkt, der auf dem Graphen liegt. Dann konntet ihr einfach den y-Achsenabschnitt da ganz leicht ablesen. So ähnlich ist es bei diesem Typ von Funktion mit diesem Punkt. Ja? Wenn ich den x-Wert 1, quasi den y-Wert zum x-Wert 1 gegeben habe, dann ist es einfach, hier das a direkt zu bestimmen. Warum? Wir setzen einmal direkt ein, dass dieser Punkt auf dem Graphen von f liegen soll. Das bedeutet, f von 1, x-Wert eingesetzt, muss 4 ergeben. Ja, Funktionswert steht hier rechts. Also f von 1 gleich 4. Und jetzt nutzen wir aus, dass wir wissen, naja, wie soll f denn aussehen? F soll so aussehen. Das bedeutet aber, wenn wir hier überall, wo x steht, durch 1 ersetzen, landen wir bei der Gleichung a mal 1 hoch n gleich 4. So, was ist jetzt hier geschickt? Naja, hier ist total geschickt, dass 1 hoch n völlig unabhängig davon ist, welche Zahl ich für n einsetze. Hier kommt immer 1 heraus. Also steht hier a mal 1 und das ist nichts anderes als a selber. Das heißt, hier haben wir sofort rausbekommen, a muss 4 sein. Juhu, schon mal die halbe Arbeit erledigt. Das heißt, wir schreiben uns einmal hin, naja, also f von x muss irgendwie so aussehen. Gleich 4 mal x hoch n. Einzige Frage ist jetzt noch, wie kriege ich das n raus? Jetzt machen wir das, was wir fast immer, also eigentlich immer machen müssen, wenn es darum geht, eine Funktion zu bestimmen, also Parameter von einer Funktion sozusagen herausbekommen. Wir setzen wieder ein, dass wir wissen, dass ein bestimmter Punkt auf dem Graphen von f liegt. In dem Fall soll das q sein. Q liegt auf dem Punkt, auf dem Graph von f. Das bedeutet nichts anderes, dass f von 2 32 sein muss. Also wenn ich 2 einsetze in f, muss 32 herauskommen als Funktionswert. Übersetzen wir das wieder, weil wir wissen, wie f aussehen soll ungefähr. Wenn ich hier 2 einsetze, dann steht da, 4 mal 2 hoch n soll 32 sein. So. Jetzt, wir wollen nach n auflösen, dafür werden wir erstmal alles los, was uns irgendwie an dem n hindert. Das erste da wäre hier die 4, das heißt, wir teilen einmal durch 4 die Gleichung und erhalten 2 hoch n muss 8 sein. So. Die Operation, die hierfür zuständig wäre, jetzt das n sozusagen herauszubekommen, kennen wir noch nicht, die lernen wir aber noch kennen. Jetzt müssen wir einfach raten oder überlegen. Naja, welche Zahl muss ich hier einsetzen, damit 8 herauskommt? Wir probieren einfach aus. 2 hoch 1 ist nur 2. 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 3 ist 8. Kandidat gefunden. N muss 3 sein. Ja? 2 hoch 3 gibt eben 8. Das heißt, durch entweder Wissen, ja, deshalb habt ihr diese Potenzen ganz am Anfang vom Schuljahr lernen müssen, entweder weiß man sozusagen, was das n sein muss, oder man probiert es aus. Kann halt länger dauern, wenn n etwas größer ist, dann macht es nicht so viel Spaß. Aber
So funktioniert es, wenn ihr für den x-Wert 1 den zugehörigen y-Wert gegeben habt. Dann könnt ihr auf diese Art und Weise so eine Funktion bestimmen. Ich hoffe, ihr habt das gut verstehen können. Jetzt schauen wir uns an, wie das allgemein funktioniert. Also ich gebe euch irgendwelche zwei Punkte und es ist leider nicht der x-Wert 1 gegeben mit dem zugehörigen y-Wert, sondern zwei andere Punkte und ihr sollt die Funktion von dieser Form bestimmen. Ah, was ich noch vergessen hatte, als Ergebnis haben wir jetzt 4 mal x hoch 3 für die Funktionsvorschrift bekommen. Ja, das heißt, das wäre das Ergebnis. Schauen wir uns den allgemeinen Fall an. Also wir suchen diese Funktion f von x gleich a mal x hoch n in dieser Form und zwei Punkte sollen uns gegeben sein und diesmal nehmen wir die Punkte 2-20 und 4-80. Ja, Problem hierbei ist jetzt, ich habe nicht den netten x-Wert 1 für diese Art von Funktion. Jetzt machen wir das, was man immer macht, egal welche, um welche Funktion es geht, wenn ihr Punkte gegeben habt und eine Funktion bestimmen sollt, setzt ihr immer erst ein, dass ihr wisst, diese Punkte sollen auf dem Graph der Funktion liegen. Das bedeutet, wir haben einmal die Gleichung f von 2 gleich 20, ja, x-Wert 2 und y-Wert 20 und f von 4 gleich 80, ja, x-Wert 4 und 80 soll rauskommen. Jetzt nutzen wir aus, dass wir wissen, wie f ungefähr aussehen soll. F soll so aussehen, a mal x hoch n und jetzt ersetzen wir überall, wo x steht, durch 2 bzw. 4. Und wir erhalten folgende beide Gleichungen. A mal 2 hoch n gleich 20 und a mal 4 hoch n gleich 80. So. Ihr seht, hier haben wir jetzt ein größeres Problem, weil 2 hoch n, weiß ich nicht, wie groß es ist. Dafür müsste ich ja n wissen. Das war bei dem 1 hoch n einfach geschickter. Und genauso bei dem 4 hoch n, das weiß ich nicht, wie groß es ist. Das muss ich jetzt rausbekommen. Der Trick hier ist jetzt, dass wir beide Gleichungen verwenden. Ja, nicht, vorher hatten wir immer nur mit einer Gleichung gleichzeitig gearbeitet und sind damit zurechtgekommen. Jetzt müssen wir mit beiden sozusagen gleichzeitig arbeiten. Der Trick ist, dass wir Folgendes machen. Wir schauen uns an, 80 geteilt durch 20. Das kann man rechnen. Jetzt weiß ich aber durch diese Gleichung, dass 80 nichts anderes ist wie a mal 4 hoch n. Das heißt, hier kann ich auch hinschreiben, statt 80 a mal 4 hoch n. Hier unten, die 20, kann ich auch ersetzen durch a mal 2 hoch n. Ja, das heißt, ich habe ausgenutzt, dass 20 gleich dem hier sein muss. Das bedeutet, ich habe diese zwei Gleichungen sozusagen verwendet, um eine neue Gleichung zu erzeugen. Kann man sich durchaus fragen, was das bringt, aber ihr werdet gleich sehen, was das bringt. Wir werden nämlich eine Variable los. Nämlich das a. Hier steht irgendwas a mal 4 hoch n und hier steht a mal 2 hoch n. Das heißt, das a kann ich hier kürzen. Das bedeutet, ich erhalte die Gleichung 4, 80 durch 20 ist eben 4 auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht 4 hoch n durch 2 hoch n. Jetzt solltet ihr euch zurückerinnern, bei den Potenzen ganz am Anfang vom Schuljahr gab es auch Potenzgesetze. Wir verwenden jetzt das zweite Potenzgesetz, was uns erlaubt, das Teilen mit der Potenz sozusagen zu vertauschen. 4 hoch n durch 2 hoch n ist das gleiche, wie wenn ich 4 durch 2 nehme und dann hoch n mache. Also sozusagen zuerst teilen und dann hoch n machen. Das ist das zweite Potenzgesetz, wenn ihr das nochmal nachschlagen wollt. So, 4 durch 2 kann man aber netterweise rechnen. Dann steht hier 4 ist gleich 2 hoch n. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Wir wollen das n bestimmen. Und entweder man weiß es jetzt oder sieht es sofort oder man löst es durch Ausprobieren. In dem Fall muss n gleich 2 sein. Ja, 2 hoch 2 ergibt 4. So, diesmal haben wir also zuerst das n rausbekommen. Jetzt brauchen wir aber noch das a. Dafür setzen wir einfach oben wieder ein, dass wir jetzt wissen, wie groß n sein muss. N muss ja 2 sein. Da könnt ihr euch eine von den beiden Gleichungen aussuchen. Es ist egal welche. Beide führen zum gleichen Ziel. Wenn das nicht passieren würde, hättet ihr hier irgendwo was falsch gemacht.
Auf jeden Fall setzen wir jetzt n gleich 2 ein. Ich nehme die Gleichung, weil es da einfacher zu rechnen ist. 2 hoch 2 ergibt 4, also habe ich hier a mal 4 ist gleich 20. Dann teilen wir hier noch durch 4 und kriegen raus a gleich 5. Insgesamt haben wir jetzt auch wieder die Funktionsvorschrift herausfinden können. Die Funktionsvorschrift hier lautet f von x gleich 5 mal x hoch 2, also 5x². Ja, a war 5 und n war 2. Ich hoffe, man konnte hier gut verstehen, wie man das in diesem Fall rechnet. Zur Not einfach das Video vielleicht nochmal anschauen und an den entsprechenden Stellen stoppen und nochmal selber überlegen.